Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 29. Oktober. Heute haben wir dabei eBay Kleinanzeigen, Instagram Live, Google Home, Windows 10 und Alexa. Beginnen tun wir mit den eBay Kleinanzeigen. Eine Plattform, die ich eigentlich nicht nutze, aber die führen jetzt auf jeden Fall die Funktion sicher bezahlen ein. Es gab wohl durchaus Diskussionen immer und hin und her. Das ist ein Grund, warum ich sie nicht benutze. Und dem will der eBay jetzt entgegensteuern mit dieser Funktion. Was bedeutet das? Es ist optional und aktuell auch nur für Notebooks, Computer und Smartphones bis zu 1000 Euro verfügbar. Man kann es aktivieren. Dann muss man den Versand auch entsprechend versichert durchführen. Das Geld wird dann an eine treuhänderische verwaltende Plattform von eBay oder ihrem Partner überwiesen. Und dann wird das Geld dort erstmal 14 Tage verwaltet, bis die beiden Parteien fein sind. Und dann geht das Geld zu dem Verkäufer. Ich weiß nicht, ob das das Problem löst oder ob da noch mehr Probleme mit auftauchen werden. Wir werden es sehen. Nächstes Thema, Instagram Live. Die sind mittlerweile richtig populär, auch durch die ganze Covid-19-Situation. Und deswegen wird die Funktion Instagram Live jetzt auch aufgebohrt. Man kann jetzt bis zu 4 Stunden am Stück live gehen. Die Live-Videos werden auch bis zu 30 Tage in einem neuen Archiv abgelegt, das heißt Live-Archiv. Und in der Zeit kann man sich die Live-Videos runterladen oder sie auf IGTV dauerhaft zur Verfügung stellen. Also eine ganz nette und schöne Sache. Guckt es euch mal an. Ich vermute mal, es hat wieder nicht jeder direkt. Ja, was auch nicht jeder direkt hat, weil noch nicht alle Updates anscheinend verfügbar sind für alle Geräte, ist Google Home. Das letzte Update, das nun endlich auch Geofencing, sprich die Anwesenheitserkennung, bekommt. Das bedeutet, das Google Home weiß eindeutig, dass ihr zu Hause seid oder auch nicht und schaltet dann entsprechend Sachen scharf oder verändert diese. Eine sehr wichtige Funktion, wie ich finde, die ich bei einigen Geräten noch vermisse, denn da könnte man so einiges vereinfachen. Also wenn ihr Google Home nutzt, schaut doch mal, ob ihr das Update schon habt und dann könnt ihr da entsprechend neue Einstellungen machen. Wo es auch ein neues Update gibt, und das sollten dann wahrscheinlich auch diesmal schnell alle kriegen oder schon haben, das ist Alexa für Windows 10. Die haben eine neue Oberfläche und die sieht jetzt weitaus schöner aus, weitaus funktioneller und es gibt jetzt auch die Unterstützung für Drop-Ins, sprich Videoanrufe und Drop-Ins mit Familienmitgliedern und anderen Kontakten können jetzt ganz schnell auch über die Windows 10 Oberfläche angesteuert werden. Und wenn wir schon beim Thema Alexa sind, ja, in Amerika geht jetzt am 9. November und man kann es ab jetzt schon vorordern, die erste Kinderspielküche mit Alexa-Anbindung an den Markt. Ja, ernsthaft. Also es gibt eine Kinderspielküche mit allem, Kühlschrank, Mikrowelle, Ofen, tralala. Und die kommuniziert mit Alexa. Man braucht allerdings dazu noch ein Echo. Also der connectet sich dann wohl mit der Küche. Ist schon ein bisschen schräg und auf dem Foto, in den Shownotes natürlich verlinkt, könnt ihr mal gucken. Da ist in der Küche sogar ein Kartenlesegerät mit einem Dollarangabe installiert. Das sieht aus wie ein Sum-Up-Kartenlesegerät, das kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Also was das in der Kinderspielküche zu tun hat, das ist ja dann eher ein Kinderspielladen. Sachen gibt's. Okay, fair enough, das Ding heißt auch Kitchen and Market. Also ja. Es wird gekocht und direkt verkauft. Da wissen die Kinder Bescheid. Das war's dann aber jetzt auch schon für heute. Ich wünsche euch einen großartigen Donnerstag. Bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.